So, die brauche ich heute nicht. Weil ich bin heute barfuß unterwegs. Gemeinsam mit Bergführer Martel Jung. Der 54-Jährige läuft schon fast sein ganzes Leben ohne Schuhe durch die Welt. Du sagst ja, ohne Schuhe sieht man mehr. Bedeutet das, weil man langsamer unterwegs ist, weil man bewusster geht oder weil man mit den Füßen sieht, also auch ein bisschen mehr spürt? Ja, langsamer bist du gar nicht unbedingt. Du bist, zumindest wenn es jetzt steil runtergeht im Geröll oder so, bist du auf keinen Fall langsamer, wenn du ein bisschen Übung hast. Aber du hast andere Sinneseindrücke. Du spürst einfach die Oberflächenbeschaffenheit, die Feuchtigkeit. Du hast so viele Sinneseindrücke, Eindrücke eben, abgesehen von den Augen, ja auch sehende Eindrücke quasi, die du ohne Schuhe nur erfahren kannst. Unsere Wanderung führt uns einmal um den Bayersäuner See. Die Tour ist rund 5 Kilometer lang und hat es in sich, wenn man, so wie wir, abseits der Wege auf dem Barfußpfad unterwegs ist. Die kleinen Äste, die rausstehen, die sind sehr hart und deswegen sind die zum Teil ein bisschen unangenehm. Das merkt man gleich, dass das ein ganz anderes Holz ist. Ist aber so ein bisschen wie so Fußreflexzonen massieren, oder? Genau. Ist eigentlich so eine ganze Barfußwanderung eine konstante Fußreflexzonenmassage? Kann man genauso sagen, ja. Und tut uns warum genau gut? Das heißt ja immer, das wirkt dann auf den ganzen Körper, ist das so? Ja, weil jede Region am Fuß quasi andere Körperregionen anregt und man muss auch sagen, es regt die Durchblutung an insgesamt. Man wird ja quasi am gesamten Fuß permanent stimuliert beim Barfußwandern. Das Gehen ohne Schuhe ist für den gebürtigen Murnauer längst eine Lebenseinstellung geworden. Ich muss mich ehrlich gesagt noch ein bisschen daran gewöhnen. Wie lange braucht es denn, bis man da mal wirklich Freude empfindet, weil es einem nicht mehr so viel ausmacht, also nicht mehr so schmerzt in dem Sinne? Ja, also wenn man konsequent im Alltag möglichst keine Schuhe anzieht, das ist schon mal eine ganz gute Sache. Weil man da relativ schnell Hornhaut aufbaut dann? Na genau, eben nicht. Eben nicht? Nein, im Gegenteil. Die Hornhaut ist die tote Haut, die läuft mal runter, wenn man barfuß läuft. Du kriegst aber ein sehr dickes Leder und du bekommst auch Muskeln im Fuß, weil der Fuß ja die Stützfunktion der Sohle ersetzen muss. Und dadurch läuft er dann, ja, sagen wir mal, nach einem halben Jahr Training auf jeden Fall wie auf einer Isomatte. Als Reiseleiter und Bergführer ist Martel Jung auch am liebsten ohne Schuhe unterwegs. Zumindest wann immer es geht. Und gibt es Grenzen, wo man vielleicht dann nicht mehr barfuß gehen sollte? Also wenn du jetzt unterwegs bist, wann ziehst du Schuhe an? Im Winter, wenn Salz gestreut ist, weil das Salz die Temperatur noch mal senkt und dieses Salzmatschgemisch, das leitet die Wärme sehr gut. Also man kühlt da extrem aus. Oder auch wenn Split gestreut ist im Winter, vor allen Dingen, wenn der Schnee dann weg ist. Ne? Split auf Asphalt ist eine ganz, ganz ungute Kombination. Weil es extrem wehtut. Ja, weil der Split auch nicht wie hier sich in den Boden eindrückt, sondern auf dem Asphalt oben drauf liegt. Und sich in den Fuß eindrückt. Ja, okay, verstehe ich. Also im Winter darf es dann doch einmal der Schuh sein. Auf dem Barfußpfad rund um den Bayersäuner See warten auf mich und meine nackten Füße die verschiedensten Gesteinsarten. So können Wanderer spüren, wie unterschiedlich sich der Boden anfühlen kann. Da darfst du jetzt vorausgehen. Doch, geradeaus durch. Wie tief geht das runter? Also es ist super angenehm, aber auch schon echt anstrengend, weil wirklich jeder Millimeter von meinem Fuß wird so einmal durchgeknetet, habe ich gerade so das Gefühl. Ja, und du weißt nie genau, manchmal ist es ein bisschen fester, ein bisschen weicher. Man muss immer schauen, wie man im Gleichgewicht bleibt, da ist jeder Schritt eine Überraschung. Genau, so, das ist eine gute Beschreibung. Jeder Schritt ist eine Überraschung, man muss wirklich super vorsichtig hier durchgehen. Zum Glück sind wir an einem See, so werden die dreckigen Füße schnell wieder sauber. Und eine kleine Kneipptour gibt's inklusive. Was hat das denn für Vorteile für unseren gesamten Kreislauf oder worauf wirkt das? Kaltes Wasser, Wasser treten, Kneipen? Ja, eigentlich, wenn man barfuß läuft, kann man sich das auch fast schenken, weil man hat den Effekt automatisch. Man bekommt eine bessere Durchblutung, weil der Fuß sich ja mehr bewegt, ohne einen festen Schuh. Und vor allen Dingen bekommt man eine bessere Durchblutung, weil man mit jedem Schritt eine neue Bodenfläche betritt. Im Schuh, da hat man immer seine warme Bodenfläche, hat sich eingepackt, die man mit sich rumträgt, seine warme Fläche. Und wenn man barfuß läuft, dann betritt man mit jedem Schritt eine neue Fläche. Und die ist normalerweise kälter als der Fuß.
Als Barfuß-Guide und Bergführer bietet Martel die unterschiedlichsten Touren an. Mein Rundweg ist fast zu Ende und mittlerweile spüre ich meine Füße ganz bewusst. Irgendwie gibt es mir ein Gefühl von Freiheit und Erdung. Hast du eine besondere Übung, die man auch daheim gut machen kann, um den Fuß zu trainieren? Ja, gar nicht konditionell, sondern für die Beweglichkeit, weil die im Fuß ja im Schuh extrem eingeschränkt ist. Man nimmt einfach mal einen Stift zwischen die Zehen und malt einfach mal ein Bild. Ne? Das ist eine ganz simple Sache. Kinder können das meistens noch relativ gut. Ja. Oder man nimmt ein Stück Seil, einfach so einen Meter Seil und versucht mal einfach einen Knoten zu machen. Ich bin am Ziel angekommen, muss aber natürlich erstmal noch durch ein letztes Schlammbad. So, am Ende wieder alles gut sauber waschen. Kann sein, dass ich morgen wahrscheinlich ein bisschen Muskelkater habe, oder? Genau, aber nicht unbedingt da, wo du es erwartest, weil abgesehen von den Fußmuskeln brauchst du im ganzen Rumpfbereich Muskeln, um da und im Gleichgewicht zu bleiben. Ja, also einfach mal Muskeln trainieren, die man sonst nicht so wirklich im Einsatz hat. Den Muskelkater, den nehme ich aber sehr gerne in Kauf. Es hat nämlich wirklich riesig Spaß gemacht heute. Vielen Dank, Martel, dass du mich mitgenommen hast. Probieren Sie es einfach mal aus, bleiben Sie in Bewegung und das natürlich jederzeit gerne barfuß. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.